Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Bevor es mit dem Video losgeht, ein herzliches Dank an unseren Sponsor PrimeXPT für diese Woche auf unserem YouTube-Kanal. Schaut einfach mal vorbei. Auf PrimeXPT könnt ihr könnt Copy Trading machen. Das heißt, ihr könnt andere Trader mit eurem Geld traden lassen. Ganz wichtig, Totalverlustrisiko. Ihr habt die Möglichkeit, alles zu verlieren. Aber natürlich besteht die Möglichkeit, auch mit einem guten Trader was zu gewinnen. Ihr könnt bei Yield of Primex eure Coins zu verleihen und eben dafür Zinsen bekommen. Und natürlich könnt ihr traden. Was ganz cool ist, ist der Contest. Ihr könnt hier bis zu $500 als erster Sieger bekommen. Ihr kriegt Spielgeld und könnt einfach mal traden. Viel Spaß damit. Ich empfehle auf jeden Fall nur Experten auf PrimeXPT zu traden, weil hierbei wird mit Hebel gehandelt und das erfordert sehr viel Erfahrung. Vielleicht lernst du durch das kommende Video ein bisschen was zum Thema Chartanalyse. Ganz viel Spaß damit und jetzt geht's los mit dem Video. Liebe Grüße. Herzlich willkommen heute zu einem Update wieder. Ich halte euch jetzt auf dem Laufenden zu meiner ganzen Altcoin und Mooner Challenge. Und zwar heute kommt ein neuer Coin dazu, nämlich Beconomy. Ich gehe euch mit euch kurz diese Journey wieder durch. Warum habe ich den Coin gekauft? Wo steht dieser Coin? Was macht der Coin? Und hierfür nehme ich eine Analyse auf Moonradar zu Hilfe vom Geldschnurrbart. Beconomy ist ein Coin, der jetzt in den Ranking Outperformern heute auf Platz 3 ist. Ich gehe mal kurz drauf. Und ihr seht hier, Beconomy ist jetzt gerade bei CoinMarketCap auf Platz 259. Wir gehen kurz ein bisschen ins Detail. Und dann sehen wir auch schon, was da passiert ist. Beconomy ist jetzt seit dem 12.05. Jetzt von Platz 392, also knapp 400, auf den Platz 259 bei CoinMarketCap gestiegen im Ranking. Also krasse Entwicklung. Das Projekt scheint also sich gut entwickelt zu haben. Das Projekt ist bei Binance Labs Portfolios drin, bei Coinbase Ventures. Und es ist eine Art, ja, ist eine Plattform. Ich zeige euch gleich, was genau die machen. Listing haben die auf Binance, FTX, auf KuCoin. Da habe ich es auch gekauft. Crypto.com, Huobi. Also krasses Listing. Und wir schauen auch natürlich auf die Social Media Daten. Bei Twitter haben die im Augenblick 83.000 Follower. Also auch wieder so ein Projekt. Irgendwie habe ich nur gefunden wegen Moonradar. Steht auch in meiner Beschreibung meines Kaufs, aktuelle Moon des Tages. Also Grund für meinen Kauf war und die Analyse vom Geldschnurrbart. Lasst uns die Analyse mal einfach gemeinsam angucken. Und hier sehen wir auch schon die Analyse, im Wesentlichen die Venture Capitals. Und dann sagt er hier kurze Zusammenfassung, was ist das für ein Projekt? Beconomy stellt ein Werkzeug zur Verfügung, das den Entwicklern erlaubt, neue Nutzer in Web 3.0-Anwendungen aufzunehmen. Also es ist eine Art, ja, so ein Protokoll, mit dem man dApps aufnehmen kann in Web 3.0-Anwendungen. Ist halt sehr technologisch. Wir können auch gleich die Website mal angucken. Ihr seht hier fast nur positive Punkte. Die Website ist aktuell. Die haben auf Fortune.com, auf Crunchbase Erwähnungen. Die haben ein hohes Domain-Rating. Und genau, die haben schon über 100 Dapp-Partner per API eingebunden. Und ihr seht halt die Listings auf den großen Exchanges und natürlich viele Venture Capital-Unternehmen sind dabei. Also, ich fand die Analyse auf jeden Fall cool. Ich habe sie, glaube ich, schon geboostet. Genau, gab schon einen Booster. Und damit habe ich Beconomy in mein Portfolio aufgenommen. Ihr seht jetzt ja auch hier in meinem Public-Portfolio. Ich gehe mal kurz auf mein Public-Portfolio hier. Genau, da seht ihr jetzt, Beconomy ist bei mir drin. Ich bin jetzt 0 auf 0. Ich habe es ja gerade erst reingenommen. Wir können auch schon in mein internes Portfolio, da ihr es seht, da bin ich quasi jetzt 0 auf 0, weil ich habe die Gebühren natürlich, also noch nicht ein bisschen Minus, weil ich habe die Gebühren natürlich noch gerechnet. Und ihr seht, ich habe da $150 investiert. Bei KuCoin habe ich die gekauft. Und genau, das ist sozusagen mein aktuelles Update zum Projekt. Bei Moonradar, ich werde euch immer so im Laufenden halten. Ich habe noch die Kryptowährung Reserve Rights gekauft, RSR, die habe ich auch auf KuCoin gekauft. Als Update für euch können wir auch mal kurz reinschauen. Die hat auch eine krasse Entwicklung, die ist von CoinMarketCap seit dem 22.05. von Platz 363 auf Platz 267. Ist auch bei Coinbase Ventures drin, gilt als Store Value Project, DeFi Project, soll quasi eine Weltreservewährung, Stablecoin,
optimierte Plattform werden, wo es darum geht, eben eine Weltreserve zu schaffen auf Kryptobasis. Finde ich ganz spannend gemacht und große Investoren drin und großes Listing auf Binance, KuCoin, FTX und so weiter, Crypto.com. Insofern habe ich jetzt RSR auch gekauft, ist jetzt auch in meinem Portfolio drin. Ihr könnt mein Portfolio immer angucken. Auf Munaradar könnt ihr unter Ranglisten gehen oder besser noch viel einfacher. Ihr geht jetzt einfach, das ist neu, ihr geht einfach her in der Suche hier oben, könnt ihr jetzt einfach eingeben, hier Kryptomagazin, hier oben. Kryptomagazin, dann werde ich als Benutzer gefunden. Klickt hier einfach drauf und dann könnt ihr mein Portfolio angucken und ihr könnt dann direkt Follow klicken. Das ist hier normalerweise der Link. Wenn ihr sozusagen bei mir drauf geht, könnt ihr hier followen. Dann kriegt ihr eine E-Mail, sobald ich neue Coins in mein Portfolio aufgenommen habe, per E-Mail immer um 16:30 Uhr. Und genau, da kriegt ihr ein Update. Genau. Beconomy jetzt mit dabei. Ich gehe mal zu euch kurz auf die Webseite, damit wir das auch noch gemeinsam gemacht haben. Und ich gucke mal die Webseite an. Genau, Next-Gen Multi-Chain Relayer Protocol, auch eine mega coole Website, super professionell aufgebaut. Hier, genau, krasse Partnerschaften und einfach ein interessantes Projekt. Ihr seht schon, backed by the best, echt heftig, was hier so an Partnerschaften da ist. Ob das Projekt jetzt gut ist oder nicht, und da sind wir jetzt wieder beim entscheidenden Punkt, kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, das Projekt entwickelt sich in einer Marktphase, in der der Markt schwierig läuft. Man heute 16% gemacht, nicht schlecht, aber entwickelt sich in einer Marktphase, in denen das auch nicht, also quasi in dem der ganze Markt runtergegangen ist, jetzt gerade ganz gut. Wir sehen auch schon, mit mir hat noch jemand anders, das ist wahrscheinlich der Geldschnurrbart selber, den Coin im Portfolio. Auf der Watchlist hat es einer, also ich habe es nicht auf der Watchlist, also hat es wahrscheinlich der Geldschnurrbart oder jemand anders noch auf der Watchlist. Und das ist der aktuelle Stand. Insofern gucken wir mal vielleicht für die Daten noch ein bisschen Marktkapitalisierung. 111 Millionen ist nicht so, also ist perfekt für dieses Projekt. Und ihr seht, Handelsvolumensveränderung in 24 Stunden, 861% Handelsvolumen vergrößert, also Änderungen in 24 Stunden. Und genau, Preisdaten, Preisänderungen. Wir waren Preisänderungen 90 Tage, wir waren so minus 43%. Das heißt, aus 90 Tagen gesehen ist es für dieses Projekt immer noch ein Discount von 43%, das ich jetzt mitnehme, dadurch, dass ich in dieser Marktphase kaufe. Und wenn ihr das interessant findet, diese ganze Perspektive von jetzt sich mal Gedanken machen in der Marktphase, dann schaut doch einfach mal in meinen YouTube-Kanal, in meinen letzten Livestream rein. Da berichte ich drüber. Ihr findet den Livestream auch übrigens auf Moonradar, auf dem Dashboard. Ich poste hier in meinen Feeds auf Moonradar, das könnt ihr alle sehen. Auch die Videos, auch dieses Video wird da reingepostet und auch meine Livestreams. Ihr könnt, wenn ihr selber Creator seid und coole Contents zu YouTube oder zu Coins macht, könnt ihr die auch auf Moonradar posten. Die Community schaut es an. Ihr könnt sehen, wie viele Leute haben das geschaut. Insofern, ihr seht schon hier schon wieder vier neue Meldungen. Hier geht es ab auf der Plattform, entwickelt sich echt heftig. Wir knacken heute wahrscheinlich die 1100 Nutzer schon, wo wir vorgestern erst bei 1000 waren. Das heißt, wir haben jetzt echt in ein paar Tagen schon wieder 100 neue Nutzer. Moonradar lebt und wir haben hier die Navigation so ein bisschen verbessert noch. Ihr werdet sehen, das wird nachher ein bisschen anders aussehen. Aber wir gehen jetzt auch bald public. Das heißt, bald kommen die ersten Public-Analysen und die ersten Public-Kommentare. Das heißt, wir entwickeln uns und ihr habt die Chance, eben auch hier Influencer oder Leute zu werden, die diese Plattform mitgestalten und hier mit euch gemeinsam mit der Community coole Analysen zu machen und eben mega viel über den Kryptomarkt zu lernen. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Ich gucke mal kurz, das Video ist jetzt schon wieder 8 Minuten lang. Ich denke, das reicht als kleines Update. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ganz liebe Grüße, bis dann, euer Alex.